So, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Wir sind im dritten Warp Room von Crash Bandicoot 3 und machen weiter mit Hi-Tai. Auch hier können wir einen bunten Edelstein kriegen. Ihr hartnäckigen kleinen Ratten wollt also nicht aufgeben, was? Dann sammelt mal schön weiter Kristalle und wartet ab, was ich tun werde. Der hat uns aber schöne Lektionen erteilt jetzt. Auf jeden Fall können wir in diesem Level hier einen bunten Edelstein bekommen. Über einen Todesweg. Deswegen dürfen wir jetzt hier nirgendwo sterben. So, ab jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Puh, das ist schon ziemlich knapp, was ich hier mache. Die Teppiche scheinen mir nicht mehr zu folgen, wenn ich mich dann so links oder rechts bewege. Das bedeutet, man braucht hier viel mehr Präzision. Was ist das für eine lange Fahrt zur Bonusrunde? So. Damit hätten wir solche Probleme aus dem Weg geschafft. Ich meine, in Crash 2 wäre sowas gar nicht denkbar. So ein Bonuslevel so abzuschließen, ohne diese Fähigkeiten. So. Und da ist schon das Todeslevel. Ja, da gehen wir jetzt hin, holen uns den lilanen Edelstein. Dann lassen wir uns wieder fallen, damit wir wie gewohnt einen perfekten Run kriegen. So. Wir sollten bald beim Edelstein sein. Oh, da sind wir auch schon. Perfekt. Und jetzt können wir wieder runterfallen. Also ich bin nicht sicher, ob das jetzt klappt, dieses Level, aber ich versuche, dass wir... dieses Level, diesen Part meine ich. Aber ich versuche, dass wir in diesem Part bis zum Boss kommen. Ich hoffe, das klappt. Aber ich bin guter Dinge. So lang bis zum Levelende haben wir es ja auch nicht mehr hin.
Wir haben es gleich und perfekt. Puh, geschafft. Das nächste Level wird wieder ein bisschen heikel für mich, denn das ist wieder ein Motorrad-Level. Aber jetzt genießen wir erstmal, dass wir alles in einem Level geschafft haben, außer den Relikt natürlich. So, ab zu Level 14, Road Crash. So, gucken wir mal, ob wir Edelstein und Kristall gleichzeitig kriegen können. Natürlich nicht, natürlich nicht. Wie sollte es denn auch sein? Das war doch klar, dass ich hier nicht alles auf einmal krieg. Mann, ich muss es unbedingt schaffen, Erster zu werden, wenn ich jetzt schon nicht die Kisten habe. Perfekt, Erster bin ich schon mal, aber jetzt muss ich es auch halten können. Bloß nicht runterfallen. Komm schon. Ja, Erster. Also ich glaube, den Edelstein, den mache ich offscreen. Das wird sich jetzt einfach nicht lohnen. Oder ich schneide es zusammen, je nachdem. Ja, ich glaube, ich schmeiß zusammen. Wir sehen uns gleich im Level nochmal. Du bist ja schon in so manche Party geplatzt, aber ich hätte nie gedacht, dass du es so weit bringst. Wenn du nicht umkehrst... Ich werde dich und das gesamte Universum 1000 Jahre leiden lassen! Okay Leute, da wären wir wieder. Wir haben alle Kisten gekriegt und haben jetzt noch den Edelschein bekommen. So, nun können wir ins letzte Level gehen von diesem Warp Room und dann zum Boss schreiten. So. Level 15 Doubleheader.
Das ist ja eins dieser Level, die gezeigt wurden kurz vor der E3. Ich glaube, 1 bis 2 Wochen vor der E3. Und jetzt bin ich gespannt. Moment, ich muss kurz was testen. Ich muss kurz zu einem anderen Frosch. Ich muss testen, ob ich eine Trophäe kriege, wenn ich geküsst werde. Okay, irgendwie nicht. Okay. Auf jeden Fall werden wir uns hier ebenfalls den Edelstein holen. Die Edelsteine sind hier immer vorhanden, ohne spezielle Voraussetzungen. Okay, der Trick klappt immer noch. Perfekt. Super. Genau das wollte ich nicht. Was? Was soll das? Gut. Sie haben diese drehenden Kisten wirklich gern in diesen Leveln. Die sehe ich nie so oft wie hier in so einem mittelalterlichen Level. Okay, Bonusrundenzeit. Das war gerade knapp, denn genau diese TNT-Kisten darf man jetzt noch nicht berühren. So, jetzt aber. Perfekt. Bonusrunde sehr gut abgeschlossen. Wir können gemütlich in den Ruhestand gehen. Nein, das dauert noch ein bisschen. So, jetzt haben wir hier einen Checkpoint erreicht. Ich guck mal, ob es eine Trophäe gibt, wenn ich mich von diesem Typen hier schlagen lasse. Nein. Dann gucke ich, ob es eine Trophäe gibt, ob ich mich verzaubern lasse. Aber nur wenn ich noch irgend so ein Teil finde, so ein Zauberer. Ja, hier ist einer. Da ist der Kristall. Ja. Das war eine Trophäe. Perfekt. Edelstein gekriegt. Alles gut.
Puh. Und jetzt kommen wir zum Kampf der Kämpfe. Wir gegen Entropy. Gehen wir rein. Eure kleinen Ungeziefer-Gehirne sind viel zu dumm, um zu begreifen, wo ihr hineingeraten seid. Diesmal seid ihr zu weit gegangen. Verschwende nicht meine Zeit, du kleines Stinktier. Gib mir die Kristalle. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie hier zu Entropy kommen. Aber ist, glaube ich, klar. Ich finde sein neues Design wirklich nicht schlecht. Also, falls es niemandem aufgefallen ist, sein Design basiert auf einem früheren Konzept. Jetzt kommt der Schwerste. Meine Zeit ist um. Deine wird es auch bald sein. Tolle letzten Worte und wir haben Todestornado-Wirbel gekriegt. Ja, drücke wiederholt Viereck, um länger und schneller wirbeln oder in der Luft zu gleiten. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ihr unverschämten, unbedeutenden Narren, indem ihr Entropy besiegt habt, habt ihr uns alle in große Gefahr gebracht. Crash, Kuko, euch muss bewusst sein, dass diese Zeitstrudelmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was sie tun wird, wenn Dr. Entropy sie nicht ständig überwacht. Alles klar, Leute, das wär's jetzt. Mit diesem Part von Let's Play Crash Bandicoot N10 Trilogy. Und wir befinden uns jetzt im vierten Warp Room. Und hier endet unsere Reise. Ich hoffe, euch gefällt das jetzt, was ich bis jetzt gemacht habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin euer OrbitoTube. Bis dann.